Servus Leute, ich bin's, Mr. Tobacco. Und Freunde, ich bin heute hier aus einem ganz einfachen Grund. Es sind Rewards am Start. Wir haben Elite erschwitzt. Und warum habe ich das Trikot hier dabei? Ich habe es nicht angezogen, aber es ist hier. Barcelona, du bringst uns heute Messi, okay? Freunde, schreibt in die Kommentare, was hattet ihr in euren roten Player-Picks? Ich hoffe, dass es einfach nur diesmal gut aussehen wird. Ganz ehrlich, ich mache mir gar keine Hoffnung mehr mit dem Team of the Week Set. Da sind drei Informs drin, die sind eben meistens unter Walkout. Ihr wisst schon, was ich meine. Und Ladies and Gentlemen, falls es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht packt man die 5000 für die spezielle Folge, weil Ankara Messi ist da. Ich habe euch gesagt, Black Friday, ihr wird was raushauen und sie haben was rausgehauen. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Erstmal unsere Rewards und Pro Champions, danach Division Rivals, die ganzen Päckchen aufmachen und zu guter Letzt Team zeigen, neues Team gebaut. Was ich euch noch mitgeben kann, okay? Ich freue mich aktuell mega auf die nächste Weekend League, ich weiß auch nicht warum, aber die kommenden Team of the Weeks, die werden alle scheppern. Wegen Black Friday, weil die werden versuchen, das Bestmögliche rauszuhauen. Merkt euch das, versucht in der Weekend League zu schwitzen. Ob es Gold 1 ist, Gold 2, Gold 3, Elite ist ja am Ende egal. Hauptsache vielleicht noch ein Gold davor. Und jetzt gehen wir rein, Elite 3 geholt. Mashallah, sag einfach die hübsche 70.000 Münzen aufwacken von EA Sports. Ich danke euch. Eieiei, drei Spieler zur Auswahl, Mashallah. Ich habe absolut Bock auf diese Player Picks. Hey, was ich übrigens vergessen habe zu sagen, gell? Wir sind auf dem Weg zu 300.000 Abonnenten. Also abonniert auf Edinburgh Basis, wer es noch nicht getan hat. Und jetzt, liebes Barcelona, ganz ehrlich, wir ziehen Sergio Roberto jetzt. Wir machen den ersten Player Pick auf mit dem Wappen, okay? Berücksichtigt Wappen. Wir machen, okay. 3, 2, 1. Soll ich schon anfangen? Ich bin mental eigentlich noch nicht so weit, aber egal, wir machen es. Idemo. Ach du Scheiße, mit dem Kopf. Barcelona, du bringst uns heute Messi, okay? Und jetzt, liebes Barcelona, wir machen den ersten Player-Pick auf mit dem Wappen. Was du Scheiße, mit dem Kopf. Denken, ich hab Kim Kardashian Stimme, weil die so hoch ist. Bro! Idemo! Der Messi gezogen! Halt's Maul! Es ist 9 Uhr, mein Nachbarn denken sich abends laut, tagsüber laut, immer laut. Ankara Messi, Ankara Messi. Ich glaube, ich träume. Ich glaube, mein Schweinpfeil. Habe ich gerade ein Barca-Pack geöffnet? Es ist Messi drin, Bro! Ich hab meine Tür aus dem geöffnet. Warte kurz. Freunde! Jetzt hab ich aufgenommen. Lass nicht schief gehen. Ich hab Messi gezogen im ersten Pack. Jungs, mein Herz schlägt. Ich hab Messi gezogen. Oh mein Gott, ich hab einfach Messi gezogen. Hey, ich glaub's nicht. Darauf erstmal ein Schalter. Ohne Spaß, ich hab gesagt 5000 Likes. Jungs und Mädels, ich kann nicht mehr atmen. Leute, lasst dieses Video zerstören. Ich zähl auf euch, okay? Ich hab Messi gezogen, Mann. Da ist Ronaldo, okay? Da kommt jetzt Messi wieder. Ich verspreche es euch. Und das? Ronaldo, da kommt eigentlich auch Messi hin. Hey, ich muss mein komplettes Team neu bauen. Oh mein Gott, wie sieht das aus? Und es ist echt, Leute, ich verarsche euch nicht. Die dynamische Karte wird noch kommen. Es ist... Digga, Bruder, ihr E-Sports, berückt euch, okay? Oh mein Gott, ich ziehe nie wieder ein Trikot beim Pack-Opening an. Ich ziehe ihn einfach von mir an, fertig. Hey, Leute, man könnte sagen, ich bin abergläubisch, aber das hat funktioniert. Das kann mir keiner erzählen. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert, Mann. Ich kann nicht weitermachen. Ihr denkt euch, ich mach weiter. Ich kann einfach nicht mehr. Wenn wir jetzt noch, keine Ahnung, so ein Llorente ziehen oder... Ich weiß nicht, ich weiß sogar confident, dass jetzt noch was von mir. Was ist los mit dir da? Das sind meine normalen Player Picks, okay? Nicht Messi. Hey, aber. Ach, ich glaube, das war Packluck für das ganze FIFA. Ich schwör's euch, Leute. Alter, ich bin so glücklich, Mann. Ich bin gerade so happy. If you're happy in the note, clap your hands. Stell dich mal vor, so Duplikat Messi. Das wär's komplett. Und bekommen wir noch einen Banger? Nein, bekommen wir nicht. Ja, komm. Rückt euch Bruno Fernandes, wäre zu viel gewesen. Und von denen nehmen wir einfach Soler mit. Ein guter Mann. Jungs, ich registriere mich für Foot Champions, aber mit so einem Zuckerpüpple. Vergesst es nicht, registriert euch für die Weekend League. Ihr seht, es kann sich lohnen, okay? Wir sind angekommen bei Division Rivals. Hier muss der Jobchikov sagen, hat es leider nicht gereicht für Rang 1, weil ich hatte dann echt keine Lust am Donnerstag die ganzen Spiele zu machen. Wir haben allerdings trotzdem ein paar coole Packs. Ich nehme die untauschbare Variante. Einer hat mich gefragt, soll ich die Münzen nehmen? Nehmt nicht die Münzen, nehmt die Packs, weil es gibt Europa League Karten, Champions League Karten und so, ihr wisst es Bescheid. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Mega Packs. Ich hoffe mir da nichts Großes mehr. Vielleicht am Ende im Team of the Week hat irgendwas noch. Mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal rein in das erste Päckchen. Ein, zwei Walkouts wären vielleicht cool, so den ganzen Pack-Opening jetzt noch. Was wird das? Ein Champions League Spiel? Ach, Grüße. Leute, diese Copa Libertadores Pinola. Die können wir mir echt mal um Ausschläge. Ja, und übrigens, gell? Freunde, falls ihr seltene Innenverteidiger habt, Außenverteidiger, geht mal einfach rein, verkauft die. Die sind aufgrund der SBC von gestern Abend gestiegen. Die sind, glaube ich, 1,5 oder so teilweise wert. Einfach weg damit, die sind bald wieder 700 Münzen wert. Und jetzt gehen wir in das. Oh, zweite Päckchen. Ich dachte, das wird jetzt Zuckerpüppel. Vielleicht zu Renato Sanchez.
Okay, dann sei ein starker Kosch. Nix gut gesehen. Ragazzi. Noch ein seltenes Megapack, dann haben wir den richtig dicken Schmankerl, 100k-Pack und dann das Team of the Week Set. Los, Pack. Wieder mal. Cristiano, jetzt bist du drin. Komm, Cristiano nach Messi. Oh, was ist das? Ach, das ist. Was ist das? Oh, Ivan Perisic, Pro Champions League Live-Karte. Ich dachte, ich habe den Flanok bis jetzt noch nie gesehen. Leute, wir ziehen unseren Jamabsi-Kopf. Oh, Bro, heute ist ein Bayern Trikot super. Heute ist ein guter Tag, Mann. Perisic, Messi. Was willst du mehr? So, jetzt haben wir nochmal die dicken Fische. Ich weiß nicht, was ich. Ey, komm, wir versuchen es einfach nochmal. Ah, nein, komm, sonst ist das Glück weg. Zlatan Ibrahimovic. Du hast eine goldene Nase, Bro. So wie ich. Du machst jetzt das 100k-Pack auf. Mit deiner Nose. Und das wird mich jetzt dir. In dem Alles Latter. Du bist dumm, ey. Deutschland, ZUM. Und jetzt wird der gute. Kai Howard. Man, very good. Ey, was ist denn der noch wert, der Chwapchikov? Der war ja mal so seine 100k wert oder so. Jetzt, ja, ich sag mal so 30k, komm. 30, 40k, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was der mehr kostet. Goldkarten sind ins Bodenlose gesunken. Dazu noch ein Cancelo, vielleicht noch ein paar tausend wert. Komm, Kai Havertz enttäuscht mich nicht. Ja, perfekt, 30.000. Nehme ich 100% mit, okay? Kai Havertz, you're a very good man. Jetzt habe ich meinen Freund, den Luca, dabei. Wir haben zwar Perisic schon gezogen, aber hey, wenn der Luca mir... Den brauche ich denn? Ich bräuchte einen Bruno Fett. Also, ich sag mal so, wenn es Walkout ist, Luca, dann hast du einen super Job getan. Bis jetzt, Leute, bei allen Elite-Packs, die ich hatte, kein einziges Mal Walkout. Deswegen ändern wir das jetzt, Luca. In dem Nose-Pack. Komm, sei einfach mal im Walkout drin, dann würde ich... Oh, Baby, mein erster Walkout im Team of the Week. Back. Heute ist der beste Tag meines Lebens. England? Was ist das? Ich hab... Ah, Watkins. Okay, nice. Ist okay. Hey, das sind 50, 60, 70, 80 Arm. Die nehme ich mit, Watkins. Ich guck mal so wie du. Perfekt, 2 Tore geschossen gegen die Gunners. Super Leistung. Und komm, Watkins, bist du ein bisschen was wert? Ich glaube schon. Es gibt ein paar Premier League-Verrückte. Perfekt, Digga. 90.000 Münzen. Jungs, was ist denn? Ich habe mit 30.000 gerechnet. Wir kriegen durch das Pack einfach 110. 110, du wirst ein Wunder sehen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz zur Teambesprechung. Eigentlich kann man das aber, ja, die Teambesprechung wieder aufhören, weil, ich sag's euch so, wie es ist, okay? Ich wollte diese Spieler dann am Samstag kaufen, wenn ich dann loslege, auch mit der Weekend League, also mit dem Stream. Zum einen haben wir natürlich noch unseren Fonzie, der ist auch hinter mir am Start. Da kriegt ihr übrigens aktuell noch 30% Rabatt für Displays, bis 36%. Und Maldini hat eine sehr, sehr nice Karte bekommen. Kann ich euch nur empfehlen, Leute, schließt die ab. Die lohnt sich 100%. Renato Sanchez habe ich schon gekauft, ist auf der Transferliste. Und ja, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, da hatte ich die Hoffnung, dass ich den in Rot ziehe. Aber wir haben einen neuen Teammate. Und das ist kein geringerer als Leo. Es ist so krass eigentlich. Es ist wirklich nicht in Worte zu fassen, dass wir Messi gezogen haben, zudem noch als Stürmer. Ich habe ihn als linker Mittelfeld predicted, weil er für Fati eingewechselt wurde, aber der hat ja dann Sturm gespielt. Ja, und jetzt muss ich natürlich umdenken. Jetzt muss ich gewaltig umdenken. Vielleicht einfach Messi für Ronaldo. Ich muss mir jetzt was Neues einfallen lassen. Ich bin ehrlich, auf diese Situation war ich nicht vorbereitet. Vertraut mir. Übrigens, geplant war das Ganze mit David Alaba in Innenverteidigung. Der ist jetzt aber weg. Wir werden auch schauen, was kommt zum Road to the Final. Vielleicht kommt ja so ein David Alaba als Road to the Final-Karte und ist deswegen nicht mit Bayern ins Team of the Week gekommen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ansonsten, Klostermann und im Tor hatte ich jetzt entweder mit Neuer geplant oder halt mit einem anderen Schwabschikopf. Schreibt mal gerne in die Kommentare, Freunde, was soll ich machen? Ich denke, ich warte A, auf das Road to the Final und B, ja, muss jetzt mit Messi was geplant werden. Wenn ihr Ideen habt, wie ich den einbauen kann mit irgendeiner Kombination, dann ab in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, Freunde, ich bin absolut raus für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einfach auf dieses Video einen Daumen nach oben da. Erstbesitzer Leo Messi. Ey, macht kein Auge, okay? Immer diese Jungs und Mädels. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hey, was soll ich jetzt machen mit Messi? Scheiße, Bruder, er ist einfach nicht da.